Ja, Ilan Stefani, ich grüße dich. Hallo Ingfried, danke für die Einladung. Lasst Ja, es schön, uns dass du dir hier Zeit genommen näher. hast. Total gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, heute geht es um die Angst vor der Angst, Angst vor der Berufung, Angst vor der Selbstfindung, Angst davor, sich erinnern, wer ich wirklich bin. Und du bist ein wundervoller Gast für mich, weil ja, du bist so ein Energetisierer, so ein Energizer, so jemand, der wie so eine Vitaminspritze psychologisch hier uns ermutigen kann, ja, vielleicht durch Schlangengruben hindurchzugehen, über die Terrorbarriere zu gehen, nicht neue Dinge auszuprobieren. Und du hast viele Bücher geschrieben, du gibst Seminare, du hast wundervolle Erfahrungen gemacht, du weißt, was Transformation ist, hast Transformation für dich immer wieder und immer wieder erlebt. Und ja, ich selbst bin als Ganzheitsmediziner, als Ethnomediziner um die Welt gereist und habe geguckt, was ist das Geheimnis von Krankheit, von Gesundheit, wie ist das Glück zu finden? Und habe jetzt festgestellt, wir müssen gar nicht so viel bei den alten Schamanen suchen und versuchen zu meditieren, sondern wir finden auch in der jungen Generation ganz viele spannende Inspirationen. Und ich erlebe in meiner Praxis, dass immer mehr Menschen ja wütend auf sich selbst sind, weil sie glauben, dass sie ein Ticket dafür bekommen, wenn sie von allen gern gemocht werden und lieb und nett sind. Und ich merke, dass viele ja so unzufrieden mit sich selbst sind, dass sie schon gegen sich energetisch gegen sich selbst richten und dass viele Autoimmunerkrankungen, Autoaggressionserkrankungen, die heute in der heutigen Zeit explodieren, dass die mit diesem Mindset zu tun haben. Und ja, was sagst du dazu? Was glaubst du, wo kommt diese unglaubliche Unzufriedenheit, diese Leblosigkeit jetzt her, dass Menschen sich nicht trauen, weiterzugehen? Und ich würde fast sagen, Krankheit ist heute etwas wie Evolutionsverweigerung, Wachstumsverweigerung. Und wo siehst du da die Ursachen und was können wir dagegen tun? Darüber würde ich mich gerne mit dir heute unterhalten. Ja, hey, danke. So nährend und inspirierend und bereichernd für mich, einfach jetzt zum Beispiel mit dir einfach in diesem Austausch zu sein, wo es um Gesundheit geht und nicht so sehr um, oh, wie ist mein Gefühlsleben frisiert, sondern ganz klar einfach auch Gesundheit. Und weißt du, wenn du mich jetzt fragst, wie ist das mit diesen Autoimmunerkrankungen und so weiter und wie sind da die Ursachen? Erst einmal, wir Menschen sind nun einmal extrem kraftvolle Wesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da gibt es auch keinen Plan B. Das ist so. Wir kommen auf die Welt und wir platzen vor Schöpfungskraft. Wenn wir dann in einer Umwelt aufwachsen müssen, die das nicht einlädt, die das nicht fördert, die das nicht liebt, sondern die die Norm liebt und die Kopie und die Nachahmung, die Nicht-Evolution, dann geraten wir natürlich in einen Konflikt. Und dieser Konflikt ist halt nicht, ah ja, okay, dann schaltet sich unsere Lebensenergie halt wieder ab, weil sie nicht gebraucht wird, sondern die rotiert hohl. Die ist ja weiterhin da, sie muss nur irgendwo hin. Und dann gibt es die verschiedenen Strategien. Sie explodiert nach außen oder sie explodiert nach innen. Aber in irgendeine Richtung explodiert sie. Und ich habe meine nicht gesamte Arbeit, aber einen Großteil meiner Arbeit darauf mittlerweile aufgebaut, erst einmal durch diese gelernte Panzerdecke der Taubheit wieder durchzustoßen. Das heißt, wenn mir jemand sagt, nö, bei mir ist eigentlich alles super und am Wochenende, dann freue ich mich, wo ich denke, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen Arbeit. Also einfach, weil da diese Taubheit für den Grundkonflikt, innere Ekstase, äußere Welt der Kopien und der Normen und der Moral und der Regeln, weil dieser Konflikt noch gar nicht gespürt wird. Wenn der wieder gespürt wird, dann wird immer auch gespürt, wow, ich platze eigentlich vor Dingen, die ich selber in die Welt geben möchte. Und insofern sehe ich als einen Aspekt von dieser Selbstheilungsdynamik von Autoimmunerkrankungen und vielen anderen Erkrankungen, ich sehe als einen Aspekt, diesem Menschenleben wieder den Raum zu verschaffen, innen und außen, dass die Lebensenergie fließen darf, ich könnte sagen, gemäß ihres Designs. Weil wir nicht problematisch designt sind, sondern nur unser Design als problematisch erleben. Wie gesagt, wenn wir in einer Kultur aufwachsen, die davon keine Ahnung hat,
was wir brauchen für diese innere Ekstase und diese innere Feier, durch die wir Leben als gut erleben, statt als Problemfall. Ja, die legt uns ja eher noch Ketten an durch unsere Konditionierung und durch diese kulturellen Eigenarten, die wir so haben mit der Erziehung oder wie Gerald Hüther es immer so schön sagt, mit dem Subjekt und Objekt, dass wir so als Objekt behandelt werden und dann lernen, die wesentlichen Anteile, die uns ja so lebendig machen, das war lernen, die zu verstecken und nicht zu leben. Und das macht ja, glaube ich, auch einen Teil der Wut. Ne? Genau, das macht die Wut, denn das ist wie, ich verstehe gar nicht, warum ich so wütend bin. Ich kann nicht sagen, wie viele Menschen mir diesen Satz schon gesagt haben. Und mir war es völlig egal, weshalb sie wütend sind. Ich wusste nur, sie haben gute Gründe. Und das ist mit der Wut, mit dem inneren Strahl, mit der inneren Ausstrahlung, mit der inneren Energie. Es ist immer dasselbe. Ja, wir lernen es zu verstecken, aber wir werden es halt nicht los. Wir können es halt nicht abstellen, was in uns sich ausspricht als wahrhaftig. Und deswegen ist im Prinzip der Weg alternativlos, der inneren Wahrheit, der inneren Lebensenergie wieder mehr Raum zu geben. Und ich freue mich sehr über das Thema oder die Überschrift, auch das, was du schon gesagt hast, das Risiko, du selbst zu sein. Denn durch alle Gefahren hindurch, durch alle Risiken hindurch, das ist ein brandgefährliches Spiel, du selbst zu sein. Ja, und wir haben ja auch zu Recht Angst davor. Und voll, total. Da verbergen sich ja die Gaben und die Geschenke, die wir so mitbekommen haben. Und vor allem, die sich da freisetzen will. Und der Kontrollverlust. Und wir wissen nicht, wer uns danach noch liebt oder nicht liebt. Und wir haben ja auch keinen Anspruch darauf, dass wir von anderen geliebt werden dafür, wie wir wirklich sind oder so. Wir haben nur das innere Wissen, ich kann in keine andere Richtung, wenn ich es wirklich ernst nehme, glücklich sein zu wollen. Und dieses Risiko in Kauf zu nehmen, schlotternde Knie in Kauf zu nehmen, aber aus ganzem Herzen zu leben, das ist eine Formel, die ich sehr liebe. Du hast an einer Stelle mal so schön gesagt, atmend, zitternd, fühlend mit der Dunkelheit des Problems intim werden, es umarmen, um dann in der Energie zu tanzen, so zumindest habe ich es damals verstanden, als du das mal gesagt hast. Es so durch Schmerzen regelrecht und dahinter verbirgt sich dann die Energie, die sich dann lebendig äußern möchte. Und deswegen weißt du, Ingrid, wir können jetzt ein Gespräch darüber halten oder haben, wie wir uns einander hier irgendwie Mut zusprechen und kommen, sei du selbst und raus aus der Box und so weiter. Die bessere Werbung ist eigentlich die dafür, werde deine Taubheit los. Fang wieder an zu spüren. Denn wenn du anfängst zu spüren, dann fällt dir früh genug ein, wie grauenhaft ein Leben im Käfig ist und wie sehr es dir nicht gemäß ist. Und in dem Sinne ist dieses, wenn wir wieder spüren, dann haben wir wieder Zugang zu den eigentlichen inneren Schmerzen. Und wenn wir zu denen wieder Zugang haben, dann erzählt uns der Kern des Traumas auch schon die Richtung der Lösung. Und in dem Sinne, das klingt dann immer so, ja, und dann tanzen wir mit unseren Dämonen und ja, volles Risiko. Das ist alles Bullshit. Ich meine, du und ich, wir kennen Krankheit, wir kennen Trauma, wir kennen die Nähe zum eigenen Tod, wir kennen die Nähe zum Tod von anderen. Worte sind wirklich nur Gerede. Das hier ist kein Gerede. Das Leben ist das brandgefährliche, riesengroße Spiel. Und es gießt dich ganz rein in dich selbst. Und es kostet dich alles. Du musst alles loswerden, was falsch ist. Und du musst zu allem wieder Ja sagen, was wahr ist an dir. Und es braucht Löwenmut. Den braucht es von uns allen. Und wir haben alle keinen Bock auf diesen Weg. Aber es ist der Weg, in dem wir wieder diese Freiheit und in dem Sinne auch eine Gesundheit wiederfinden, die größer ist als die Frage, ob ich gerade erkältet bin oder nicht. Naja, wir haben ja auch allen guten Grund davor, Angst zu haben. Und genau diese Angst darf ja auch sein. Sie führt uns ja genau in das Geschenk hinein. Ja. Mit dieser Angst zu gehen, mit dieser Angst zu sein, dahinter verbirgt sich ja all das, was da an Möglichkeiten sich entfalten möchte. Ja, und ich glaube, gleichzeitig sind wir sind so ein bisschen auch die Einzelkämpfer geworden in dieser Kultur. So, ich auf meinem Weg durch meine Angst in meine Geschenke hinein und du auf deinem Weg. Und das finde ich so wichtig, dass wir jetzt neben ein bisschen Humor, dass wir auch einfach wieder reinbringen, das kann ein Rudelprojekt sein. Das kann ein Herdenprojekt sein. Das kann eine gemeinsame Wiederfindung sein, bei der wir eben nicht alleine vor dieser Herkulesarbeit stehen, sondern bei der wir wirklich gemeinsam eine neue Welt gebären können, eine neue Welt kreieren können, indem wir sie wieder erinnern.
Also ich finde das unheimlich spannend mit dem Fühlen, das alles zu erfühlen, auch zu fühlen, was tut mir jetzt eigentlich gut, was tut mir nicht gut und dann einen radikalen Umbau zu vollziehen und zu erkennen, wo sind die vielen Kompromisse, die ich eingehe, aufgrund dieser Konditionierung und dieser Bilderwelt, in der ich erlebe. Ja, ich spiele ein bisschen Advocatus Diaboli, wenn das okay ist. Und Hm. zwar, ich habe mich nämlich an diesen Tipp so, Ilan, du musst jetzt endlich mal wieder ans Fühlen kommen. Das habe ich übrigens sehr, sehr früh gehört. Ich habe das in der 11. Klasse von der Schule gehört. Da hatte ich bereits depressive Verstimmungen, weil ich so weit weg war von meinem Gefühlsleben. Und die ersten wohlmeinenden Tipps waren tatsächlich, Ilan, du musst wieder fühlen. Und ich habe mich daran abgearbeitet, ich muss fühlen. Was fühle ich denn jetzt, habe ich mich gefragt an der Ampel. Was fühle ich denn jetzt, habe ich mich gefragt im Auto. Also ich war einfach ständig damit beschäftigt, ich wollte meine Gefühle fühlen. Und heute muss ich sagen, es hat mich ehrlich gesagt weiter weggebracht von meinem Gefühlsleben als näher hin. Und zwar deshalb, weil ich so abgeschnitten war von meinem Körper, dass aufgrund meiner Abgeschnittenheit von meinem Körper ich natürlich auch abgeschnitten war von dem, was mir seelisch gut tut. Und was ich daraus später im Lauf meiner eigenen Forschung und Arbeit entwickelt habe und was ich später auch in Körpertherapie, in Traumatherapie gelernt habe, ist, beim Körperlichen anzusetzen. Und so arbeite ich tatsächlich auch heute. Also ich frage Leute schon gar nicht mehr, bist du im Kontakt mit deinen Gefühlen oder nicht? Ich gehe vorsichtshalber davon aus, wir alle haben einen kleinen Dachschaden in dieser Kultur in Bezug auf fühl mal lieber weniger und am besten noch was anderes als das, was wirklich stimmt. Aber wir können alle spüren. Und was ich zum Beispiel viel mache in meinen Seminaren und in meinen Online-Communities und so weiter, ist mit so einer sogenannten Faszienrolle erstmal die Außenseite der Beine abzurollen. Und das ist dann immer so eine gemeinsame Geräuschkulisse von ah, aua, i, ah, Schmerzpunkt. Und das ist der Bodensatz des Fühlens. Dieses innere Spüren ist der Bodensatz, durch den ich wieder Zugang bekommen kann. Es ist der Nährboden, durch den ich wieder Zugang bekommen kann zu dem, was ich auch wirklich fühle. Und in dem Sinne, ich fange mit Menschen tatsächlich an auf der Ebene von Spüren. Also ich fasse deinen Arm an, spürst du das? Ja. Super, cool, du spürst was, fantastisch. Und morgen, wir fassen die Beine an und wir massieren die Beine und wir bewegen die Füße und so weiter. Und all das zu spüren, trägt uns unweigerlich hinein in den Raum des Fühlens. Und ich mache das mittlerweile relativ kategorisch eben in dieser Reihenfolge. Aus dem Spüren folgt das Fühlen, aus dem Fühlen folgt das Denken, weil ich gemerkt habe, wenn wir beim Denken ansetzen oder beim Fühlen ansetzen, aber das Spüren übersehen, das Spüren spüren aber mit, wie einen Schaden erlitten hat, dann fußt dieses Projekt sozusagen nicht tief genug oder es Meinst du wurzelt mit dem nicht tief Spüren aber auch genug. das Wahrnehmen, ne? So aus der Beobachtung Genau. so ein bisschen wahrnehmen, ne? Meinst du Ja, damit? es ist das Spüren und es ist das Wahrnehmen. Es ist eine ganz simple körperliche Orientierung. Und wenn das wieder in meinem Alltag so etwas ist wie der tragende Strom, dann von dort aus ist es so viel leichter, dass ich plötzlich weiß, worauf ich Lust habe, dass ich plötzlich weiß, was mir nicht gut tut. Einfach so, weil sich das Fühlen dessen, was für mich stimmt und nicht stimmt, wieder freischaltet, wenn ich wieder spüren darf. Und diese Spüren dürfen, ich meine, wir können sagen, wir dürfen alle spüren, aber auf einer Ebene durften wir es nicht, weil wir extrem wahrhaftige und extrem sensible und kraftvolle Wesen sind. Wenn wir alles spüren, was für uns wahr ist und nicht wahr ist, dann nehmen wir diese Kultur auseinander. Und wer will das schon? In dem Sinne, unser Spüren ist schon auch so der Sprengsatz. Naja, und der eigentliche Schlüssel, weil ich stelle jeden Tag in meiner Praxis hier in Steinhude fest, wir Menschen tun so wahnsinnig gerne Dinge, die uns definitiv nicht gut tun und tun so ungerne Dinge, die uns gut tun. Und das finde ich ist eins der ganz großen Mysterien. Jeder weiß heute genau, wie er leben könnte, um 10 Jahre länger auf hohem qualitativen Niveau zu leben. Und man macht trotzdem genau das Gegenteil. Das finde ich völlig irre. Und es geht uns beiden wahrscheinlich sicherlich genauso. Also mir Ja. zumindest geht es auch so. Und trotzdem, ich glaube, ich liegt der Schlüssel in dieser Wahrnehmung des Geschenkes, das wir bekommen haben und wie wir uns entscheiden, mit diesem Geschenk umgehen zu wollen.
Und mit der Ja, Fähigkeit und zu ich, spüren, wie du gerade sagst, ne? genau, ich glaube tatsächlich, diese Willenskraft, ich entscheide mich jetzt so und so mit dem Geschenk meines Lebens umzugehen, also zumindest bei mir greift das nicht tief genug, sondern führt häufig auch zu Frust und zu dem, sich noch mehr über sich selber zu wundern. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein paar Antwortansätze auf diese Frage, die ich genau wie du sehr spannend finde. So, warum kämpfen wir Menschen für unser Leiden, als ginge es dabei ums Paradies? Während wir gleichzeitig natürlich rumrennen und sagen, bitte mach du mich glücklich und bitte mach du mich gesund. Und man denkt, du tust alles, um nicht glücklich und nicht gesund zu sein. Also irgendwas passt hier nicht zusammen. Ich kann dich einfach in Ruhe lassen, wenn du möchtest. Also da gibt es natürlich irgendwie diese Diskrepanz. Und letzten Endes aber, wenn wir uns klar machen, unsere Zugehörigkeit, unser Gefühl, liebenswert und richtig zu sein, war davon abhängig, dass wir auf einem niedrigen Energieniveau vor uns hin vegetieren, wie schon unsere Eltern. Dann hängt an meinem Elend sehr viel. An meinem Elend hängt das Gefühl, mich sicher zu fühlen. An meinem Elend, an meinem Leiden hängt das Gefühl, richtig zu sein. Das heißt, dann macht es schon wieder ein bisschen Sinn, dass ich für mein Elend und mein Leiden kämpfe. Auf den tiefen, unbewussten Ebenen meines Nervensystems, meines Energiesystems. Mit meinem Bewusstsein renne ich natürlich zu dir in die Praxis und sage, Hilfe, ich brauche eine Pille, ich möchte gesund sein und glücklich. Und das stimmt nicht. Ich möchte nicht gesund sein und glücklich, weil gesund sein, glücklich sein bedeutet, dass ich mehr Energie verwalten muss, als ich in den letzten Jahrzehnten trainiert habe zu verwalten. Und in dem Sinne ist es Sehr gut. wirklich eine Trainingssache. Sehr gut. Und eine Trainingssache, die bei mir und bei allen Leuten, die ich jetzt bisher um mich herum erlebt habe, die wirklich auch konkret Zeit braucht. Also was ich, das ist jetzt ein Beispiel, aber zum Beispiel in Gruppen viel wirklich trainiert habe, ist mit Menschengruppen gemeinsam in höhere Räume von Ekstase hineinzugehen und dann wirklich so, Leute, und jetzt machen wir mal die Augen auf und wir gucken uns um. Das hier ist einfach nur Ekstase. Das hier ist einfach nur Freiheit. Es ist einfach ein ganz normaler Tag im Dschungel. Wir regen uns jetzt alle ab, das hier ist einfach nur Ekstase. Das ist unser Naturtalent. So eine ganz große Sachlichkeit und Nüchternheit und Präsenz hineinzugeben in diesen Zustand aus Glück oder Freiheit und so zu trainieren, das macht uns häufig wie resilienter für Dauerzustände von mehr Energie. Und wenn ich diesen Dauerzustand von mehr Energie erstmal wieder in mir erobert habe, dann ist es tatsächlich leichter, Gewohnheiten loszulassen, die mir schaden. Aber solange diese Gewohnheiten, diese kleinen Laster, diese kleinen täglichen Sünden und so weiter, die wir alle von uns und von anderen kennen, solange die eigentlich die Tricks sind, durch die wir unsere Energie wieder in den Keller ziehen können, solange werden wir sie behalten. Es ist wie meine Gewohnheit, ob sie mir schadet oder nicht. Sie schenkt mir die Sicherheit und die Gewissheit, dass mir nicht mein Leben um die Ohren fliegt, weil ich so viel Kraft und so viel Lebenslust habe, dass mir die Regeln der Gesellschaft egal sind. Und da einen Schritt-für-Schritt-Prozess zu machen, über die Brücke, könnte ich sagen, das ist viel realistischer, als zu sagen, ab morgen esse ich nie wieder Zucker. Das ist nett gemeint. Wir verstehen alle, was dahinter ist, aber es ist nicht realistisch, weil es das Nervensystem in eine Kälte der Unsicherheit wirft, die es nicht tolerieren wird. Wir sind nicht gemacht, dauerhaft in Unsicherheit zu leben. Das ist auch nicht gesund. Naja, es ist ja ein Energiesparmodell. Lieber leiden in der gewohnten Form, das ist Energieverbrauch, der berechenbar ist, als in die Veränderung zu gehen, dahin, wo vielleicht wirklich die Musik spielt und da plötzlich die ganze Kapelle hinter sich zu wissen. Ja, es ist wirklich ein bisschen wie, wir kommen auf die Welt und wir sind diese 1000-Volt-Leitung. Und dann alle um uns rum belohnen uns und arbeiten mit uns, als würden 10 Volt durch uns durchpassen. Und irgendwann kommen wenigstens mal wieder 100 Volt an und wir flippen aus. Die ganze Kapelle, Hilfe, wo man denkt, oh, Schätzchen, das war noch gar nicht die ganze Kapelle. Also es ist dieses langsam wieder das eigene Energiesystem öffnen für diesen großen Strom der großen Anteilnahme am Leben. Aber das Schöne ist, wenn diese Schichten der Taubheit und des Kollaps, wenn wir die wieder verlernen, denn es ist ja ein Prozess, die ganze Sache zu verlernen. Und wenn wir das wieder verlernen, dann ist uns unser eigenes Leben so sehr nicht egal.
dann ist uns unser eigener Wert, unser eigenes Glück so sehr nicht egal. Und was sich in dem Moment freisetzt im Menschen, ist das, wofür es sich dann meiner Meinung nach wirklich lohnt. Und das ist, der Rest der Welt ist uns dann halt auch nicht mehr egal. Mit anderen Worten, glückliche Menschen sind das, was wir dann immer bezeichnen als die guten Menschen. Glückliche Menschen sind diejenigen, die wissen, es geht um was für uns alle und die automatisch mit diesem Instinkt der Fürsorge auch für den Planeten, auch für andere Lebewesen, auch für andere Menschen da sind. Also ehrlich gesagt ist dieses Projekt privat wieder glücklich zu werden in Bezug auf mich und in Bezug auf alle anderen, die mir darin begegnen, etwas, wo ich denke, jenseits des Individuums, da beginnt erst die wirklich große Party. Sozusagen, da ist dann die ganze Kapelle. Da ist dann die ganze Kapelle. Wenn das Individuum mit einer instinktiven, automatischen Wärme und Offenheit im Herzen das ganze Kollektiv wieder spüren kann, den ganzen Planeten wieder spüren kann. Und in dieser Weise wir ja Mikrokosmos und Makrokosmos wie auch austauschen können oder sie einander heilen können, einander begleiten können in der Heilung. Naja, und genau dafür müssen wir irgendwie nochmal auf den Punkt kommen. Wie komme ich jetzt in die Handlung? Was ist jetzt praktisch der erste Schritt, um in diese Richtung, in dieses freundliche Wohlwollen auch zu kommen? Ja, die Frage ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Was können wir jetzt tun, um unser inneres Leuchten wirklich von innen heraus wahrhaftiger spüren zu können? Ich meine, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ansätze. Ich finde es immer ein bisschen tricky oder sozusagen nicht so klug, auf sowas wie, oh ja, innere Friedfertigkeit, inneres Leuchten, innere Ekstase frontal zuzugehen. Weil das ist immer so ein bisschen wie, wie kriege ich die Ekstase in mein Leben, auch wenn sie in meinem Leben nicht sein will. Und so ist es ja nicht. Weißt du, es ist ja so, unser Problem ist nicht die Ekstase, die blubbert von alleine in uns nach oben. Unser Problem sind die Schichten der Nicht-Ekstase. Unsere Probleme liegen in dem Nicht-Leuchten. Aber zu leuchten und ekstatisch und glücklich und frei zu sein und viel Energie zu haben, das ist unsere Natur. Das heißt, darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, das zu verlernen, was wir gelernt haben, aber was unserem Leben gar nicht entspricht. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wenn ich mehr leuchten möchte, dann muss ich mehr in Kontakt kommen mit allem, was ich nach nicht Leuchten anfühlt. Und das sind zum Beispiel die Schichten aus Groll und die Schichten aus Wut und die Schichten aus Gier und die Schichten aus Eifersucht und so weiter. Mit diesen Dingen in Kontakt zu kommen, das ist der Highway in das innere Leuchten hinein, weil wenn ich mit diesen anderen, den nicht leuchtenden Schichten in Kontakt komme, habe ich auch die Möglichkeit, dort wirklich den Hebel anzusetzen, wie um sozusagen meinen Panzer ein bisschen aufzubrechen. Und ich meine, in meiner Arbeit, was ich so viel erforscht habe, sozusagen ausgehend von dem, was hilft mir wirklich. Aber in meiner Arbeit ist eben der Körper diese unglaublich wichtige Zentrale. Das ist die Schaltstelle. Das heißt, wenn ich mit meiner Wut in Kontakt kommen möchte, dann tue ich das körperlich, indem ich zum Beispiel Musik anmache, die mich sowieso schon wütend macht oder in meiner Wut feiert und irgendwie ein Kissen nehme und durch den Raum schleudere. Wenn es um Eifersucht geht, dass ich irgendwie auf dem Bett liege und mit den Beinen aufs Bett trommele und auf die Matratze trommele. Also, dass ich körperlich in extreme Aktivierung hineingehe, während ich mich mit diesen Gefühlen verbinde. Und wenn ich in dieser Weise mit dem Körper, mit dem Spüren wieder warm werde, dann lasse ich meine Lebensenergie mehr fließen. Und wenn Lebensenergie mehr und mehr fließen darf, dann sozusagen verwandelt sich, wie wir sie erleben, das Stocken der Lebensenergie. Das Nichtfließen der Lebensenergie, das ist das, wo wir dann sagen, Hilfe, ich habe Schmerzen, Hilfe, ich bin krank. Aber wenn Lebensenergie fließen darf, klar, sie fühlt sich dann erstmal nicht toll an, wenn wir sie in irgendeiner Form von altem Groll oder alter Geschichte, die wir nicht abgeschlossen haben, wenn wir sie dort eingesperrt haben. Aber sobald sie wieder fließen kann, ist es ihr Wesen, sich gut anzufühlen. Das heißt, mir geht es wirklich sehr viel darum, so ein bisschen wie, Hauptsache es ist Energie. Nicht so sehr, ja, welche Energie hättest du denn gerne? Ach, du würdest gerne mehr leuchten. Ach, und du wärst gerne harmonischer. Ach, und du würdest gerne mehr lächeln und du hättest gerne mehr Verständnis für dich oder für andere. Das interessiert mich alles gar nicht so. Das sind für mich alles verschiedene Blumen in demselben Blumenstrauß des Lebens. Und wozu wir Ja sagen müssen, ist Ja zum Leben. Und dieses Ja zum Leben kommt häufig, indem wir uns anschauen, naja, wo habe ich denn Nein zum Leben gesagt? Nein dazu, dass ich unsicher bin, dass ich mich schäme, dass ich keine Ahnung habe,
dass ich wütend bin, dass ich zu viel bin, zu wenig, zu was auch immer. Wir schleppen so viel Ballast mit uns herum. Und diesen Ballast körperlich durch Bewegung, durch Atmen, durch Schütteln, durch Spüren rauslassen zu dürfen, das ist für mich dieser Prozess der Alchemie. Naja, und sogenannte negative Gefühle eben nicht als negative Gefühle zu sehen, sondern eben als Gefühle, die sind und sein dürfen. Und dass das wunderbar ist, dass wir solche Gefühle haben dürfen und damit sein dürfen. Ja, und ein bisschen ist es, ich meine, ja, wir haben dann diese Trickkiste von Taubheit. So, nein, ich bin nicht wütend. Das war übrigens jahrelang, es war so der Running Gag. Ich so, ich habe keine Wut. Ich bin nicht wütend. Und alle um mich rum jahrelang waren so, weil sie sich schon dachten, so, okay, sie haben einfach nur gemerkt, Elon hat ihre Wut sehr, sehr gut verdrängt. Und dadurch bin ich aufgewachsen mit diesem Selbstbild, ich sei nicht wütend. Und alle um mich herum haben es natürlich umso mehr abbekommen. Das heißt, wir haben ja gar nicht die Wahl, ob wir die sogenannten negativen Gefühle haben oder nicht. Wir haben nur die Wahl, ob wir selber für sie blind sind oder nicht. Und für sich selber blind zu sein, ist jetzt einfach auch nicht besonders cool. Das heißt, ja, ich gehe da total mit. Wenn du das wunderbar findest, dass du Angst hast und dass du wütend bist und dass du dich auch mal schämst, wenn du das wunderbar findest oder wunderbar finden kannst, find es wunderbar. Wenn du es nicht wunderbar findest, komm drauf klar, dass diese Gefühle trotzdem in deinem Leben bleiben, bis du tot bist, Punkt. Komm drauf klar. Es ist ein bisschen wie, lass uns nicht so ein Ding draus machen, ob wir Gefühle positiv oder negativ finden. Die sind auch nicht besonders toll unbedingt. Sie sind aber einfach da. Und du hast nur die Möglichkeit, mit diesen Kräften in dir zu kooperieren oder dich dadurch zu schwächen, dass du sie unterdrückst. Also es ist so ein bisschen wie, ja, wir reden viel darüber, die Gefühle sind ja eigentlich gar nicht negativ. Mir ist es relativ egal, ob du sie positiv oder negativ findest. Du musst einfach nur verstehen, dass sie da bleiben werden und dass sie mehr Kraft haben als dein kleiner Verdrängungsmechanismus. Und dann musst du dir überlegen, in welche Konflikte du deine Lebensenergie investieren möchtest. Naja, und wie stark sie sich anstaut und was die Kollateralschäden dann dieses Staus sind. Ja, natürlich, also klar, wir können dann so aufgrund der Einsicht und weil wir so sehnsüchtig nach Leben sind, können wir uns ins Leben hineinwerfen. Wir können auch einfach aus der puren Angst vor Krankheit heraus uns da hineinschmeißen in diese Lebendigkeit. Wobei ich dazu sagen möchte, dass ich Lebendigkeit tatsächlich erforschen möchte und erforsche mit allen Aspekten, also auch mit denen können wir voll lebendig krank sein. Also es geht mir nicht um, ja, wenn jetzt jemand alle Gefühle zulässt, dann hat sie oder er eine Garantie, nie krank zu werden. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es geht um einen lebendigen Umgang mit Krankheit. Denn ganz häufig ist es so, wir sind krank und dann steht unser Leben auf Pause, bis die Krankheit weg ist. Und danach kann das Leben weitergehen. Und das ist für das Leben selbst, ist das wie eine Beleidigung. Mein Leben ist ja auch mit mir in der Arztpraxis. Mein Leben ist ja überall auf 100% möglich. Wenn ich über Lebendigkeit rede, dann rede ich ja nicht über einen Koffeinschock. Ich rede ja nicht über irgendwie einen doppelten Espresso, der dich total high macht, sondern ich rede wirklich über die ganz körperliche, ganz sinnliche Anteilnahme an diesem Moment, weil nichts, kein Umstand der Welt das Recht hat, zu bestimmen, dass ich diesen Moment verpassen soll. Was für ein Wert. Wie könnte man mir so viel dafür geben, dass es das wert wäre, diesen Moment zu opfern? Es ist wie dieses, auch mit einer gewissen, wie so einer fast verbissenen körperlichen Präsenz, die Reißzähne in diesen Moment zu schlagen und wirklich, wirklich in dem Erleben drin zu bleiben, weil es so kostbar ist, was passiert. Und weil es so kostbar ist, wenn du darin die volle Rolle spielst. Naja, aus der Sicht heraus war natürlich Corona ein Riesengeschenk für uns alle, weil es uns auf unsere Ängste zurückgeworfen hat. Nicht? Der Politiker Angst, seine Position zu verlieren, der Arzt Angst, einen Fehler zu machen, gegen seine Standesorganisation zu verstoßen, nicht? Der Patient Angst, am Virus tot zu gehen, der andere Angst vor dem totalitären Staat. Also jeder hat so seine Angstthemen gehabt und wohl dem es gelang, da so in der Mitte gut da durchzusurfen, die Lebendigkeit hinter der Angst zu entdecken. Ja. Mich hat erschreckt diese kollektive Ignoranz, nicht? Diese Dinge nicht benennen dürfen, diese Traumatisierung, Dinge in der Wahrhaftigkeit nicht mehr benennen zu dürfen. Und gleichzeitig auch die Ignoranz vor den Kollateralschäden, so wie wir es ja in der Schulmedizin insgesamt haben. Wer liest noch einen Beipackzettel? Wer liest, was er sich antut, wenn er sich nicht für Gesundheit entscheidet, sondern
für ein Medikament entscheidet, das eben die Probleme nehmen soll. Und diese Ignoranz, die finde ich, hat sich so kollektiv ausgebreitet, dass nicht handeln und nicht hinschauen wollen. Ne? Klima, Krieg, Virus und so weiter. Ne? Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich wurde auch häufig gefragt, so Ilan, warum bist du Körperforscherin oder Traumaforscherin geworden? Und ich hatte immer auch die Antwort oder das innere Wissen, ich hatte keine Wahl, obwohl mir in meiner frühen Kindheit nicht wirklich die mega besonders traumatischen Sachen passiert sind. Was mir aber passiert ist, ist, ich war, und das sind wir vielleicht alle auf einer Ebene, hochsensibel oder bin hochsensibel und habe einfach sehr früh diese strukturelle Gewalt in dieser Kultur. Ich habe mich nie damit arrangieren können. Ich habe sie auch nie verdrängen können. Ich habe immer sozusagen an den geraden, grauen Straßen gelitten, als würden die mir auf den Kopf gehauen, in Asphaltblöcken. Also ich habe immer eine Bewusstheit in meinem Leiden, eine Schmerzsensibilität behalten, leider, die andere irgendwie, glaube ich, im Laufe des Jahres mal wegpacken konnten. Oder im Laufe ihres Lebens. Und so ging es mir bei Corona auch. Es ging mir nicht darum, ach, ich habe diese Meinung und andere sind anderer Meinung und das wäre mein Problem. Mein Problem war wirklich ein unweigerliches Hochquellen von Traumaladungen und auch Gewaltbereitschaft gegen sich selbst und gegen andere, unkontrolliert in allen, in Anführungsstrichen, Lagern. Und das habe ich echt schlecht verkraftet. Ich habe es wirklich schlecht verkraftet. Auch deshalb, weil das war nicht so ein Lebensbereich in mir, der halt dann von kollektivem Trauma durchspült wurde. Und dann hatte ich einmal in der Woche meine Therapie und da konnte ich drüber reden, sondern die Therapeuten selber hatten keine Ressourcen mehr. Und durften eventuell gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich habe dieses flächendeckende Wegbrechen von Ressourcen und diese flächendeckende Aura der Angst rund um das Aussprechen der eigenen inneren Wahrheit. Und sei die noch so individuell oder eben nicht gebildet, nicht belesen, darum geht es mir gerade gar nicht, sondern einfach dieses immer mehr um sich greifen, darf ich das in Bezug auf Außenwelt? Statt, stimmt das für meine Innenwelt? Das habe ich sehr, sehr schlecht verkraftet. Und ich höre dich total. Und ja, das stimmt, dass wir da ganz viel mit unseren Ängsten konfrontiert wurden. Die Ängste, die ich da erlebt habe, waren allerdings eben auch einfach so tief, wo ich schon gemerkt habe, oh, das ist noch eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sich so ein bisschen schüttelt, weil man gerade irgendwie Angst hatte, man hätte den Schlüssel vielleicht vergessen. So, das ist einfach wirklich noch mal eine andere Liga gewesen. Und ich glaube, in dem Sinne sind wir auch individuell und kollektiv immer noch in einer Phase dessen, uns davon zu erholen. Und das ist auch letzten Endes ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon erholen. Denn Wahrheit existiert, um uns das Gefühl von Beheimatung und Sicherheit zu geben und nicht, um uns zu gefährden. Das ist absurd. Du hast an einer Stelle mal gesagt, mein Trauma ist nicht die Gewalt an sich, sondern das Tabu, Gewalt zu benennen. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, ich habe diesen Satz in einem Video auch in der Corona-Zeit gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war für mich eigentlich das, wo ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich stranguliert. Damit komme ich nicht klar. Sozusagen, mein Trauma ist nicht, da ist Gewalt gegen mich und ich erstarre und hoffe, dass ich überlebe. Das ist sehr linear und eindimensional oder zweidimensional. Das ist irgendwie immer noch in der Welt. Aber die Perversion, darüber nicht sprechen zu dürfen und es von denen verboten zu bekommen, die vorgeben, sich für das zu interessieren, wofür ich mich interessiere oder andere sich auch interessieren. Diese Art von Perversion, das war wirklich das, wo ich gemerkt habe, ich muss aufpassen, dass ich gerade nicht zerbreche. Und ich erinnere mich auch an die Corona-Zeit im Sinne von, ich habe diese Regulationsversuche in mir sehr wohl erlebt, wo ich wirklich das Gefühl hätte, ich ersticke, wenn ich die Wahrheit nicht ausspreche. Also wirklich, ich ersticke körperlich, ich sterbe körperlich, wenn ich keine Videos mache, wenn ich keine Menschen kenne, wenn ich keine Räume kreiere, in denen ich meine Wahrheit aussprechen kann und in denen ich die Wahrheit der anderen erlauben darf oder begrüßen darf. Und aber als ich dann diese Räume auch kreiert hatte, andere Leute eingeladen hatte, über ihre Wahrheit zu sprechen, es kamen dieselben Ängste nach oben. Und auch natürlich völlig irrationale Ängste, völlig irrational vor Gewalt der Außenwelt, gegen die eigene Familie und so weiter, für diese oder jene Position. Also völlig irrational und völlig überdreht und gleichzeitig
überhaupt nicht überdreht, wenn wir mal ernst nehmen, was wir in dieser Kultur bereits angerichtet haben, an Folter und an Verrat und an Verdrehtheit und an Trauma und an Leiden. Also diese Sachen mit kollektivem Trauma, was uns alle was angeht, und kollektiver Krankheit, die uns in unseren individuellen Krankheiten wieder begegnet, das ist ja kein Gerede. Das ist ja häufig wirklich etwas, was realistischer und direkter und sichtbarer wird als alles andere. Ja, ich glaube, diese Hilflosigkeit, dieses tiefste Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, das ist aber gleichzeitig auch der Schlüssel für den nächsten Schritt, so wie du ja dann Leute eingeladen hast. Und dann in der Gemeinschaft, im Austausch, dann wieder aus dir heraus, ja, kollektive Kraft gesammelt hast, ne? Oder wie bist du rausgekommen letztendlich? Ja, genau. Also das klingt ja sehr schön, wie du das sagst. So dieses, wow, okay, diese tiefe Hilflosigkeit oder Ohnmacht, die kennen wir ja alle auf vielen Ebenen unseres Lebens. Und das ist ja auch letzten Endes ein Konditionierungsprodukt oder ein Kulturprodukt. Du kannst ja eh nichts machen. Du bist ja nur ein einzelner kleiner Hansel. Das heißt, ja, wir kennen alle dieses Gefühl, hier unten sozusagen energetisch und mit unseren Möglichkeiten im Keller zu sein. Die Kunst ist aber wirklich, hier unten nicht hängen zu bleiben. Die Kunst ist wirklich, da ist die Straße, da ist das Schlagloch, du fällst ins Schlagloch rein und du krabbelst da wieder raus. Und wenn du wieder reinfällst, dann krabbelst du wieder raus. Und dieser Punkt muss klappen. Und dieser Punkt klappt nicht immer. Der klappt bei mir nicht immer und der klappt bei anderen nicht immer. Das heißt, dieses Schlagloch selber und dann da rein zu segeln, nein, das ist nicht wirklich der Schlüssel. Es ist ein unglaublich kraftvoller Lernraum dafür, sich wirklich bis in die Zähne verbissen ins Leben zu verlieben und zu sagen, jetzt krabbel ich hier wieder raus und zurück ins Rennen. Also dieses unaufhaltbar. Ich kann ja immer eine andere Stelle probieren, rauszukrabbeln. Ne? Vielleicht genau. Geht an der einen oder an der anderen Stelle besser. Genau, aber ich muss halt dranbleiben, es zu probieren. Denn ansonsten lebe ich in einer self-fulfilling prophecy von ungefähr meinem 10. Lebensjahr, bis ich dann mit 80 oder 90 sterbe oder früher oder später. Aber ich lebe wirklich in der self-fulfilling prophecy, nämlich, naja, ich komme offenbar aus dem Schlagloch nicht raus, weil wenn ich rauskommen könnte, wäre ich ja schon wieder rausgekrabbelt. Und man muss von außen sagen, nein, du hast es ehrlich gesagt nie wirklich probiert. Du hast es nie wirklich ernst genommen. Und dieses es wirklich ernst nehmen und wirklich, ja, maßlos verbissen, es dann woanders zu probieren, wieder rauszukrabbeln, das ist die Medizin, die wir uns selber geben müssen. Sozusagen dieses, ich weigere mich, hilflos zu sein. Ich weigere mich, als Bittstellerin zu leben. Ich weigere mich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, aber ich weigere mich. Und das ist fast wie, auch wenn ich darüber spreche, es ist fast wie ein heiliger Zorn. Weil es ist, wir reden dann viel Ja und Erziehung und Kultur, aber weißt du, sehr viele Dinge, auch wie wir Kinder in der Schule unterrichten, wir wissen an einer Milliarde Stellen, was wir alles besser machen könnten. Wir wissen es aus der Neurobiologie, wir wissen es aus der Medizin, wir wissen es aus der Pädagogik. Tausend Ausreden dafür. Genau, genau. Und weißt du, an diesen Punkten, diese ganzen Ausreden ließen sich leichter vom Tisch wischen, wenn wir mit diesem heiligen Zorn wieder da sind. Ich werde meine Augen offen behalten und ich werde das Unrecht bezeugen. Und es geht mir nicht um die Täter, es geht mir nicht um Anklagen, es geht mir nicht um Opfer. Es geht mir um Änderung, weil ich weiß. Um meine Entschlossenheit. Selbst genau. Die Veränderung zu sein, die ich draußen sehe. Genau. Genau, es ist wie Selbstachtung, ein Wort, das ich viel lieber mag als das Wort Selbstliebe, denn Selbstachtung hat diesen Biss, das hat diesen Wumms. Selbstachtung hat sowas wie so ein Eisenspiegel im Blut, so ein Und diese Art von gemeinsamem Wumms, das ersehne ich. Ich ersehne das in unserer Kultur, in der so viele Menschen auf dem Weg sind, irgendwie in die Freiheit aufzubrechen, aber wir immer noch so glauben, wir kriegen es mit Kompromissen hin oder mit Lächeln. Und so ist das nicht. Wir kriegen es mit Wut hin. Finde ich großartig. Was ich immer mehr merke, ist, dass es in dieser Konditionierung auch eine Körperchemie gibt. Eine wirkliche chemische Prozesse, die uns an immer mehr vom Selben binden. Und diese Realität ist teilweise ja ein Spiegel dieser Chemie, dieser chemischen Prozesse. Und von daher finde ich es auch immer sehr hilfreich, jetzt so als Naturarzt, als Ganzheitsmediziner, eben dann auch Aspekte wie Ernährung mit einzubeziehen. Dinge wie Sport, Bewegung, den Körper mit einzubeziehen. Gesunder Schlaf.
Naturmedizin mit einzubeziehen, um körperlich den Körper als Sprungbrett dann auch nutzen zu können. Nicht? Denn wenn ich kein funktionierendes, gutes Mikrobiom habe, dann ist es mit der Produktion von Tryptophan, Serotonin und Melatonin nicht weit her. Nicht? Wenn ich den Vagusnerv als Dirigenten der Selbstheilung und als Dirigenten auch des visionären Fühlens nicht in voller Aktion habe, weil ich ständig in der Adrenalindominanz gefangen bin, nicht? Wenn ich ständig wie ein Esel hinter irgendwas herlaufe, hinter irgendeiner Mohrrübe, dann steht mir ja ganz viel meines vorhandenen Potenzials gar nicht zur Verfügung. Ich will den Und Zirbel drücken. tatsächlich, Ne? und wie du sagst, tatsächlich, Und. das ist so demütigend, wie einfach wir da gestrickt sind. Aber der Zustand unseres Nervensystems entscheidet über die Geschichte, die wir uns erzählen, über uns selbst und die Welt. Und deswegen ist eben auch diese ganze Arbeit mit den Selbstbildern und dem Weltbild und den Lebenskonzepten und so weiter, das ist keine mentale Arbeit. Das ist eine sehr, sehr körperliche Arbeit. Und wie du sagst, damit der Körper dieses Bereite und dieses Saftige und dieses perfekte Sprungbrett ist für all das, was wir erleben wollen und auch erleben können. Aber der Körper ist noch mehr. Er ist auch der Tempel. Er ist nicht nur das, was ich in einer gewissen Weise wie transzendiere oder verlassen kann oder was ich nutzen kann, um abzuspringen, sondern es ist auch das, worin ich zutiefst lande und mich beheimate, mit all diesen Ebenen, mit denen ich mich lebendig fühlen kann und lebendig fühlen möchte. Und es ist ja auf einer Ebene tatsächlich auch, glaube ich, für uns als Kultur, nicht nur als Individuum demütigend, so dieses okay, also Dinge wie Bewegung und Dinge wie bewusstes Atmen und Dinge wie genussvoll Essen, die haben da signifikanten Einfluss. Und das ist in einer Kultur immer irgendwie demütigend, die uns beigebracht hat, je komplizierter, desto wahrscheinlicher, dass es wahrhaftig ist. So ist es nun mal nicht. Es ist nun mal nicht so, dass Dinge nur deshalb wahrhaftig sind, weil sie kompliziert sind oder auf Latein ausgesprochen werden. Und an diesem Punkt wirklich wieder dieses: Wir wissen so unglaublich viel und wir können einander so unglaublich viel zeigen und uns so tief begleiten in dieser Selbstheilungsdynamik mit dieser einfachen Fürsorge füreinander. Gemeinsam genussvoll zu essen, gemeinsam genussvoll Bewegung, nicht mechanisch, nicht fürs Aussehen, nicht für die Außenwelt, sondern für dein inneres Lebendigsein. Und das ist, weißt du, Ingrid, letzten Endes, ich unterstelle uns eigentlich, wir können jetzt immer darüber reden, ja, wie werde ich meine Probleme los? Aber weißt du, ich unterstelle uns, dass wir das richtige Muffensausen erst kriegen, wenn die Probleme weg sind. Weil weißt du, worüber wir gerade reden? Wir reden gerade darüber, dass der menschliche Körper ein Tempel ist für göttliche und für lebendige Empfindungen. Wir reden gerade darüber, dass das hier richtig was hergeben kann. Wir reden gerade darüber, dass das hier richtig großartiges Design ist, nach Millionen von Jahren der Evolution, dass es überschäumt vor Potenzial. Und das sind alles Dinge, die sind für uns nicht leicht zu verkraften, weil wir seit ein paar tausend Jahren Kultur lernen, dass wir ein armer kleiner Sünder sind. Verstehst du? Das heißt, ich glaube, wir reden nur deshalb über unsere Probleme, weil das unsere Komfortzone ist. Weil das ist so, ja, wie werde ich jetzt irgendwie mein Unglück los oder mein Selbstzweifel? Ich habe kein Problem mit meinem Selbstzweifel. Ich habe ein Problem ohne meinen Selbstzweifel. Denn wer bin ich ohne Selbstzweifel? Ich bin richtig, ich bin schön, ich bin liebenswert, ich bin lebendig. Ich habe alles, was ein Mensch braucht. Und genauso du und genauso jeder andere Mensch. Und ob jemand anders mir da noch zustimmt oder nicht, ist völlig irrelevant. Was mache ich mit so viel Freiheit? Komme ich damit klar? Was mache ich mit so viel Würde und mit so viel Tempeldesign in meinem eigenen Tempel. Ich kann mich dann nie wieder darüber beschweren, dass ich Zellulite habe, weil das völlig irrelevant ist. Komme ich damit klar? Fragezeichen. Diese Dinge, das müssen wir trainieren. Diesen inneren Raum der Freiheit nicht gleich wieder zu stören mit irgendeinem ausgedachten Problemchen, nur damit wir weiterhin die bleiben können, die gerne anders gelebt hätten. Ja, und wir haben so einen wunderbaren Tempel, der uns alles zur Verfügung stellt, der alles weiß. Wir brauchen uns nur erinnern, wer wir wirklich sind. Und alles ist da. Und wir können in die Welt gehen und alles ausprobieren. Alles ist möglich. Und wir müssen lernen, diese Freiheit zu verkraften. Wir müssen lernen, glücklich zu sein, ohne es zu tragisch zu nehmen. Das müssen wir lernen. Dann bleiben wir da länger drin. Es gibt so ein schönes Bild, mal sehen, ob ich das hier auf die Schnelle reinzaubern kann. Vielleicht gefällt dir das genauso gut wie mir. Gucke mal. Da sind zwei am Tauziehen. Ja.
Wer gewinnt? Gibt es eine Auflösung? Ja, die Auflösung ist die hier. Okay, ich hätte mir jetzt schon fast gedacht, das Herz gewinnt, aber so ist es auch schön. Oh, Ja, wow. jetzt kommt der Ja, Gewinner. So ist es schön. Wow. Konditionierung überwinden und zu erkennen, ich muss gar nicht so viel tun, ich darf so sein und Ja. alles ist völlig in Ordnung. Ja. Ja. Aber du hast recht, die Angst davor, die Angst vor dieser Macht, die uns dann, vor dieser Freiheit, die uns da zur Verfügung steht, die hat eben was sehr Unkalkulierbares, was den energetischen Verbrauch anbegeht. Und da liegen wir, glaube ich, im großen Irrtum. Ja, also ich glaube, du schiebst es ja immer auf die Biologie, ich schiebe das auf die Kultur am Ende des Tages. Hauptsache, wir haben irgendwie eine Adresse. Ja, aber tatsächlich, es ist dieses, das, was hier, das, worüber wir hier reden, ist, was ist der realistische Blick auf den Menschen? Was ist der Mensch eigentlich? Der Mensch ist halt nicht eigentlich eine Blamage oder ein Fehler oder ein bedauerlicher Irrtum der Evolution, sondern der Mensch ist halt dieser wandelnde Tempel oder dieser wandelnde Kosmos. Und das macht Angst, besonders weil ich ja mein kleines privates Hobby, ich wollte ja einfach ein besseres Verhältnis haben zu meinem Vater und an meine Wut kommen und so weiter. Das war alles irgendwie so klein, das passte so irgendwie in mein Wohnzimmer rein. Aber plötzlich in genau diesem Projekt taucht die Challenge auf, ob ich damit klarkomme, dass der Mensch ein wandelnder Tempel ist, dass ich perfekt bin. Und ich war sozusagen auf dieses Kaliber nicht vorbereitet. Das heißt, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass wir sozusagen alles verlernen müssen, was wir gelernt haben und alles neu lernen dürfen, was wir neu lernen wollen. Und aber gleichzeitig, das ist die Challenge. Also mit anderen Worten, in diesem Spiel oder in diesem Themenbereich, in dem wir sprechen, gibt es gar keinen kleinen Prozess. Es gibt nur den ganzen Prozess oder deine Illusion, du würdest dich hier mit einem kleinen Ausschnitt beschäftigen. Aber das tust du nicht. Du bist auf dem großen, weiten Spielfeld und du bist auf eine Art alleine mit den Göttern und alleine mit dem Kosmos und alleine mit deinem Tod und alleine mit dem Risiko und alleine mit deinem Herzen. Und alleine mit der Entscheidung, will ich in Ja. diesen Bereich gehen, wo die Musik spielt, oder will ich in der Sicherheitszone, in der Komfortzone verharren? Und Ja. das ist etwas, glaube ich, wo wir beide uns vorgenommen haben, Menschen einfach zu inspirieren, über diese Terrorbarriere Ja. hinüberzugehen. Und ich möchte mit einer ganz konkreten Kleinigkeit inspirieren, wenn das in Ordnung ist, Ja. weil ich das in der Sprache immer auch finde ich es tricky, wenn wir eben sagen, also überwinde es oder überwinde es nicht, weil das ist so wie, ich habe es noch nicht überwunden. Du hast es überwunden. Also es ist dieses Schwarz-Weiß und so ist es ja nicht, sondern es ist ja jeden Tag auf der Brücke ein bisschen Jeder hin und Augenblick her. immer wieder Und aufs Neue. eine Grundübung, die ich mache, unfreiwillig und die ich allen anderen aber aufgebe, freiwillig zu machen, ist, möglichst viele Fehler zu machen. Denn dieses Ganze, weißt du, wenn wir zum Beispiel über Fehler reden, da kommen wir sehr, sehr schnell an diese innere Terrorbarriere ran, an dieses, oh, du musst richtig sein, du darfst dir keine Fehler erlauben, du musst immer aufpassen. Und wenn wir an diesen Stellen mal bewussten Fehler machen, dann merken wir, das Universum dreht sich weiter. Die Erde dreht sich weiter. Das heißt, wir machen neue Referenzerfahrungen ohne diese Hyperwachsamkeit, die uns so ausbrennt und die uns so erschöpft. Das heißt, wir machen neue Erfahrungen ohne diesen Kontrollwahn, den wir die ganze Zeit eigentlich sonst aufrechterhalten. Und in dem Sinne wirklich sehr konkret, jeden Tag im Alltag, siebenmal in der Woche, jeden Tag einmal einen kleinen bewussten Fehler machen. Eine Kaffeetasse umschütten. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber weißt du, das ist wenigstens dein kleiner Scheißfehler heute gewesen. Du hast gemerkt, da ist jetzt Kaffee umgekippt. Nichts weiter. Und das war's. Also dieses ganze Hilfe, Hilfe, sich das einfach mal abzugewöhnen. Weil wir werfen Bomben auf diesen Planeten. Ich meine, haben wir wirklich die Probleme, die wir haben? Nein, wir haben andere Probleme. Unterdrückte Energieladungen im kollektiven und individuellen Nervensystem, die sich als Selbsthass und als Krieg äußern. Und diese Dinge hängen zusammen. Und da im Alltag wie meine Instinkte wieder wach zu küssen und wieder körperlich lustvoll
mal Milch zu verschütten und verschiedenfarbige Socken mir anzuziehen und bewusst zu spät zu kommen und mal eine Notlüge zu erfinden, weil meine Mutter mir erzählt hat, man darf auf gar keinen Umständen, auf gar keinen Fall lügen, weil man sonst nicht in den Himmel kommt. Einfach diese ganzen Tabus, diese ganzen Verbote, das mal einfach alles zu öffnen und zu lockern, das ist eine sehr konkrete Arbeit. Und wenn wir Ja dazu sagen, dann ist es auch eine sehr lustvolle Arbeit. Seien wir ehrlich, es macht uns Lust, frei zu leben. Ja, ich finde, du bist ein großartiger Lustmacher und Mutmacher, Neues auszuprobieren und Fehler zu machen, bewusst jeden Tag, jede Woche viele Fehler zu machen. Eine schöne Idee. Ja, ja, ich mag noch kurz, darf ich noch zwei Sachen sagen? Na klar. Das eine ist eben, ich glaube, als so viele Menschen fragen mich, wie um die Erlaubnis, so frei zu sein. Und man kann sagen, ja, ich gebe dir die Erlaubnis. Aber was ich häufig mache, ist, nein, ich verbiete es dir. Und jetzt? Machst du es jetzt, wo ich es dir verbiete? Gibst du mir die Macht, dir die Erlaubnis oder das Verbot zu geben, frei zu sein? Tu das nicht. Das hier ist dein Leben. Das hier ist dein heiliger Schritt. Du erlaubst es dir. Und wenn der Rest der Welt es dir verbietet, du hast es dir erlaubt und du hast gesprochen und du bist hier der Tempel und um dich geht es hier. Und dann ist es oft so, ja, und es wird schon alles gut gehen. Und auf einer Ebene müssen wir sagen, ja und nein. Dieses Leben endet mit dem Tod. Versuch nicht zu vertrauen, dass alles gut geht. Versuch das Leben aufzureißen. Mach das Leben zu 100%. Also es ist so dieses, ja, am Ende sieht das dann alles aus wie beim schönen Blumenstrauß. Nein, vielleicht nicht. Aber du willst trotzdem gelebt haben, egal wie es endet. Das heißt, wage das Scheitern. Mach es falsch. Versuch nicht sofort dir einzureden, es gibt keine Fehler, sondern mach die Fehler. Versuch nicht sofort, dich unendlich schön zu fühlen. Sei halt hässlich und sei trotzdem glücklich. Also so dieses, hör auf, alles so schön einpacken zu wollen. Das hier ist dein Leben und dein Leben ist auch sehr groß und sehr nackt und sehr direkt und auch sehr konfrontativ. Und in dem Sinne, also mir liegt sehr wie an diesem, nicht die kleine Zuckertorte, sondern das ganze große Spiel. Und das hat diese ganzen Facetten. Und eine Medizin, die ich selber jeden Tag nehme und so vielen anderen Menschen irgendwie auch so ans Herz lege, ist dieses, sich mit dem ganzen Körper zu schütteln, sobald das Leben sich nach Intensität anfühlt. Denn das machen ja wilde Tiere. Wilde Tiere, die wir beobachten, selbst nach Schocks und nach sozusagen traumatischen Situationen, die schütteln sich und danach sind sie den Stress wieder los. Und ich glaube, ganz viel Leid und ganz viel Selbsthass und ganz viel unterdrückte Wut in Menschen kommt daher, dass sie sich dieses Schütteln, Ganzkörperschütteln, abtrainiert haben. Und wenn sie durch den Mund atmen, Augen schließen, durch den Mund atmen, Handgelenke schütteln, Kniegelenke schütteln, den ganzen Körper wieder schütteln, mal 5 Minuten zu der Lieblingsplaylist oder so, dann hat das Nervensystem eine Möglichkeit, mit dem Leben mitzuhalten, wenn das Leben gerade triggert oder gerade intensiv ist. Und mit dem Leben mitzuhalten heißt, ich stehe nicht auf Pause. Ich bin die ganze Zeit da. Großartig. Das nenne ich Prävention. Ja! Vorbeugung ist nicht immer wieder nachzugucken, ob ich schon krank bin, sondern ja. Vorbeugung ist aktiv etwas tun und fühlen, schütteln, mutig sein, Fehler machen dürfen, Gefühle nicht bewerten als schlecht. Und Fehler machen, wenn ich sie nicht machen darf. Auch wichtig. Genau. Sie wurden verboten, deshalb mache ich sie mit noch mehr Lust und Genuss. Ja. Also das nenne ich Prävention, das ist also alles aus dem Herzen gesprochen und ich kann dem hundertprozentig zustimmen und ich denke, das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir lange gesund und sinnerfüllt der sein wollen, der wir wirklich sind. Wir dürfen. Wir dürfen. Ja, danke für das Gespräch, so schön, so lebendig. Ich danke dir sehr und ich freue mich dann auf einen zweiten Teil demnächst. Ja, bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.